Und willkommen zurück zu meinem neuesten Pokémon-Abenteuer, Pokémon Soul Silver. Mit diesem bösen Menschen haben wir im letzten Part noch gar nicht gesprochen. Ey, wie wär's mit der schmackhaften und nervten Phlegma-Route, für dich jetzt nur 1 Million Poké-Dollar, ey. Nee, du möchtest du nicht? Ja, fress den Kock eben selber. Ja, scheinbar gibt es irgendwelche bösen Menschen, die Phlegmons die Schwänze abschneiden. Wie krank kann man eigentlich sein? Und, ja, wir haben Glück, es ist Freitag, gerade eben 17.57 Uhr und Frieda ist da. Gibt ja immer ein paar Leute, die an bestimmten Tagen da sind und einem Items geben. Giftstich. Das kann ich sogar gebrauchen. Verstärkt Giftattacken. Das ist doch so gar nicht mal so schlecht für mein Zubat. Für mein Zubat. Geben. Zubat. Wunderbar. Gehen wir gleich mal weiter. Pokémon Center waren wir auch noch nicht. Das hier ist ein beliebter Angelplatz. Sieh dir nur an, wie viele Leute hier am Angeln sind. Kriegst du dann nicht auch Lust, mal die Angelrute auszuwerfen? Ich kann dir eine Angel geben, wenn du magst. Also, wie sieht's aus? Jo. Man kann hier die Angel bekommen, allerdings halt nur Carp oder Fischen, von daher. Unnötig, das Teil. Ja, jetzt erklärt er gerade, wie das geht, aber das müssen wir ja nicht wissen. Wenn das Ausrufezeichen erscheint, einfach A drücken und gut. Man kann an allen Flüssen und Seen fischen, ist auch klar. Am Land kann man schließlich keine Fische bekommen. Das sollte auch Grundwissen sein für jedermann. Oder auch für jede Frau. Und dann sind wir hier fertig. Und gehen schön brav runter in die Höhle. Oh, vorher gibt es aber noch einen Trainer. Taubsi. Gegen Zubat. Auf Level 6. Naja. Ich brauche eben endlich mal eine stärkere Attacke. Weil nur mit meiner verdammten Blutsauger-Attacke komme ich nicht weit. Na gut, mit Biss kann ich es vielleicht schaffen. Ja, warum nicht gleich so? Noch ein Taubsi, ja? Und Biss. Auch down. Habitak zuletzt. Haha. Und nochmal ein Biss. Super. Also ihr seht schon, ich möchte Sauger relativ schnell zur Entwicklung bringen. Deswegen trainiere ich den jetzt halt. Aber ich werde jetzt kurz auch Kanimani vortun, damit der sich bald mal entwickelt. Und achso, wir haben ja den Zertrümmerer, das heißt, wir können hier jetzt auch ein Item bekommen. Und zwar ist das Seegesang. Stellt KP wieder her. Das wiederum kann ich Kanimani geben. Sehr schön. Bei dem ist es ja sehr interessant. Er entwickelt sich am spätesten in der ersten Form, sprich Level 18, aber am frühesten zu Impergator, in die dritte Form. Das ist wirklich sehr interessant bei ihm. Ich glaube Level 30 oder so. So, tauschen. Und dann muss ich nochmal Schutz aktivieren. Das hätten wir. Nun können wir durch den Einheitstunnel gehen. Der ist auch gar nicht so groß, also braucht euch jetzt gar nicht aufregen wegen Höhle, stinkt. Das passt schon. Und da ist auch schon gleich der erste Wanderer, gegen den mein Kanimani kämpfen kann. Das ist natürlich sehr gut, weil der Gute da sehr viel Kampferfahrung bekommt. Und vor allem im Typvorteil ist. Und dadurch bekommt er dann die nötigen EP, die er nun mal braucht. Für das Onix auf Level 11 sollte es schon ziemlich viel geben. Ja, das sah nicht schlecht aus. Aber gehen wir erstmal ganz nach oben. Denn hier gibt es einmal X-Angriff. Und
Eine TM sollte es dort auch geben, irgendwo. Ich glaube, Steingrab. Aber erstmal kommt dieser Feuerspucker hier. Stimmt. Ich glaube, die gibt es nur in Gold, Silber, Kristall und eben Hardgold, Soul Silver. Aber ich fand diese einheitlichen Trainer sehr gut, eigentlich. Also, ich meine jetzt zum Beispiel Feuerspucker, genau, Feuerspucker heißen sie. Die hatten ja sehr oft Feuer-Pokémon oder irgendwas, was vielleicht im Entferntesten noch damit zu tun hat. Wie zum Beispiel Smogon. Die könnten auch in die Rubrik gehören. Solche einheitlichen Trainer gab es immer weniger, finde ich. Nur noch Käfersammler und so ein Schmarrn. Und ja, Vogelfänger, glaube ich, gab es in der vierten Generation auch noch. Die fünfte sehe ich sowieso nicht als eine Pokémon-Generation an, deswegen braucht man da gar nicht drüber sprechen, was da vorgekommen ist. Ja, aber das sollte man wieder einführen. TM 95 Felsgrab. Genau, Felsgrab heißt es, nicht Steingrab. Was laber ich denn? Aber das war das schon, was ich gemeint habe. Benutzen tue ich sie, oder? Ich weiß nicht. Ist ja nicht die beste Attacke, aber. Nee, 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 nee. Nein, lass es erstmal. Aber. Falls Zubat in der nächsten Zeit keine Flugattacke erlernt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das bei dem so ist, dann werde ich es wahrscheinlich Kanimani beibringen lassen. Weil die nächste Arena, die demnächst kommt, ist eine Käfer-Pokémon-Arena. Und mit Gesteinsattacken wäre ich im Typvorteil. Weil bisher habe ich nichts, womit ich da im Typvorteil sein könnte. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir erstmal, ob Zubat vielleicht demnächst eine Flugattacke erlernt. Ich glaube, wenn ich hier raus bin, werde ich sowieso noch ein bisschen leveln. Kanimani auf 20 und Zubat auf 16 oder so. Schauen wir mal. Kann ich jetzt alles noch nicht sagen. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass sich Kanimani weiterentwickelt. Und das sollte hiermit jetzt gesichert sein. Level 18. Ein Kleinstein gibt's noch. Interessant, wie die in ihrem Level aufsteigen. Level 4, Level 6, Level 8. Ich glaube, das soll vorführen, was für eine Verteidigung die haben. Weil Kleinsteine haben ja eine wirklich sehr hohe Verteidigung. Vor allem früh im Spiel könnte das Probleme geben. Besonders wenn man Feuerriegel genommen hat, da ist man überhaupt nicht im Typvorteil. Mit Kanimani hat man Wasserattacken, mit Indivia hat man zumindest Pflanzenattacken. Und da soll das vielleicht echt zeigen, was das schon ausmacht, das Level-Up. Vor allem bei so einem Verteidigungs-Junkie. Jetzt haben wir einen Weitspritzer. Ne, Schmarrn, Tyrakrok. Schaut aus wie ein Dino irgendwie, der sich mit einem Vogel gekreuzt hat oder so, weiß ich auch nicht. Aber schaut cool aus jetzt. Yeah. Enterpanker. Wir brauchen einen neuen Schutz. Und weiter geht's. So lang ist der Tunnel jetzt auch gar nicht mehr. Komm bald raus. Oh, der redet was von Zubat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Zubat hat. Der wird Smogon oder Feuer-Pokémon haben. Na, seht ihr? Smogon. Dann nimm mal einen Biss. Momentan können ja beide Pokémon Biss, also Zubat und Tyrakrok. Ich glaube, von mindestens einem werde ich es verlernen lassen. Wobei ja Tyrakrok oder Impegator bald Knirscher lernt. Und das ist ja die verbesserte Form von Biss. Ne? Ja. Das bringe ich ihm natürlich auf jeden Fall bei, weil das eine sehr nützliche Unlichtattacke ist. Das wäre schon echt nicht schlecht. Hier haben wir noch ein Item. Und zwar einen Superball.
Da oben sollte es auch nochmal was geben. Ein Trank. Aber all das benötigen wir gar nicht. Wir sind viel zu gut. Ah, das ist, glaube ich, ein Pokémaniac. Aber was die für Pokémon haben, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei denen ist es random, oder? Oder verfolgen die eine bestimmte Sorte? Ich weiß es nicht. Jetzt erstmal ein Phlegmon, Wasser-Psycho-Pokémon. Das kann ich durchaus auch mit Zubat besiegen, denn eine Unlichtattacke ist sehr effektiv und wie vorhin schon gesagt, können beide Biss. Zubat muss ein paar Level erreichen. Oh nein! God damn it! Gena. Komm schon, du musst es mit einem Schlag schaffen, aber das schaffst du nicht, ne? Nee. Damit schlafe ich ein. Ja, jetzt muss ich hoffen, dass ich relativ schnell aufwache. Komm schon. Ja, er senkt meinen physischen Angriff, ist mir schon klar. Der will ja überleben. Aber wenn ich jetzt bald aufwache, dann könnte ich das noch schaffen hier. Komm! Ach, seine ganzen Heuler haben ihm geholfen. Er hat es geschafft, nochmal eine Runde zu überleben. Aber jetzt ist er weg. Boah, wie fies, ey. Eine richtig böse Taktik. Ja, also, Gena ist schon echt eine geile Attacke. Also, kann man nichts sagen. Hat eine sehr hohe Trefferquote. Nicht so wie Hypnose zum Beispiel. Und das Pokémon schläft in der nächsten Runde garantiert ein. Kann man sich doch wirklich nicht beschweren. Ich habe die schon immer gemocht. Und ich glaube, wenn man jetzt hier runter surft, dann trifft man auf dieses Lapras, von dem ich erzählt habe. Sollte man auf jeden Fall holen, wenn man sich für Kanimani... Quatsch, eben nicht. Wenn man sich für Feurigel und Endivie entschieden hat. Weil das ist ein gutes Wasser-Pokémon, das auch Eis-Pokémon... Ich kann halt nicht sprechen. Gutes Wasser-Pokémon, das Wasser- und Eisattacken drauf hat. Ich glaube sogar Eis ist Kälte und eine hohe KP-Anzahl hat. Oh, ich sehe, wir haben jetzt schon Sonnenuntergang, Abendrot und es regnet. Was zum Teufel? Finde ich aber gar nicht gut. Hey. Endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Sie war viel größer, als ich dachte. Bevor ich alles erkunden konnte, wurde ich müde und bin wieder nach draußen gegangen. Willst du mich verarschen? Diese Höhle soll groß gewesen sein. Lächerlich. Ich bin viel schneller rausgekommen, als ich dachte. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich für den Rest des Parts machen soll. Schau dir mal Höhlen in Minecraft an. Dann siehst du, was lang ist. Und groß vor allem. Pff. Was für ein Versager, ey. Oder fandet ihr das groß? Also der Mondberg in Kanto war ja mal um einiges größer als das. Das kannst du vergessen. Oh, stimmt. Den kenne ich auch. Der hat ein Kampf-Pokémon. Also nicht jeder Wanderer hat Gestein- oder Boden-Pokémon. Die können auch Kampf-Pokémon haben. Ja, okay. Er hat auch schon mal einen Kleinstein. Okay. Aber ein Macholo kommt definitiv auch noch. Das weiß ich, weil ich dem in Pokémon Gold meine Nummer gegeben habe und sehr oft gegen den einen Rückkampf hatte. Aber leider hat er nie einen Machomai bekommen. Immer nur einen Mashok auf Level, ich glaube, 40. Ich nutze jetzt auch den Regen aus, weil der Regen verstärkt meine Wasserattacken. Das bietet sich jetzt natürlich an, dass ich hier mit der Aquaknarre agiere, auch wenn mein Spezialangriff niedriger ist als der physische. So. Ja, schön gewonnen-hittet. Und Level 19 erreicht. Wunderbare Sache. Aber diesmal bekommst du meine Nummer nicht. Ich möchte nämlich nicht ständig gelangweilt werden auf meinem Skype, ne? Tut mir leid. Daraus wird nichts. Haha. Ja, dann kommen wir sehr früh nach Azalea City. Das war eigentlich erst im nächsten Part geplant, aber naja. Guck mal da. Ein Typ in Schwarz und ein alter Mann. Was soll das werden, ne? Weißt du nicht, wie man mit uns hier umgeht, oder was? Oder mit wem das hier zu tun ist? Mit Team Rocket, Alter. Team Rocket dürfte es eigentlich nicht mehr geben, sagst du? Nee. Uns gibt es. Und zwar aktiver als je zuvor.
Wir haben uns zwar vor 3 Jahren vorübergehend aufgelöst, aber jetzt stecken wir mitten im Comeback. Der Traum unseres Oberhauptes Giovanni wird schon bald wahr werden. Aber das geht dich überhaupt nichts an, Mann. Lass mich in Frieden, ja? Spaß, verpiss dich. Boah, hat ihn geschlagen. Einen alten Mann geschlagen. Sag mal, geht's eigentlich noch? Was willst du, dumme Göre, Mann? Geh mir nicht auf den Sack. Nimm schon die Luft weg, verpiss dich. Boah, also sowas Arrogantes. Ja, lass mir das Arschloch halt da stehen. Ist wahrscheinlich irgend so ein Jugendlicher, der mal wieder keine Erziehung genossen hat. Erstmal Pokémon heilen. Ich glaube, da vor dem Haus war der alte Mann, der verprügelt wurde, oder? Guck mal. Bitte heile meine Pokémon, danke. Was habt ihr so zu sagen? Das Pokémon-Lagerungssystem, das Bill erfunden hat, erlaubt es dir, bis zu 30 Pokémon in einer Box zu lagern. Echt? Sag mal, kennt einzelne Pokémon vielleicht irgendwelche Geheimattacken? Pokémon, die kampfunfähig sind, sollen angeblich Kräfte freisetzen, mit denen sie Geheimattacken einsetzen können. Damit sind übrigens die VMs gemeint. Ja, die kann man auch einsetzen, wenn die Pokémon tot sind. Das wissen wir aber schon. Weißt du, was Aprikokos sind? Wenn man eine von diesen Früchten in der Mitte halbiert und das Fruchtfleisch entfernt, kann man in die hohle Schale ein spezielles Gerät einsetzen. Und das wiederum ermöglicht es dir, damit Pokémon einzufangen. Vor der Erfindung eines Pokéballs, oder des Pokéballs, haben die Leute immer Aprikokos benutzt, wenn sie ein Pokémon fangen wollten. Was zum Teufel, das ist ja wie wenn ich jetzt halt hier rausgehen würde und mit Orangen um mich schmeißen würde. Natürlich vorher das Fruchtfleisch rausgeholt. Ja, wie geht's? In dieser Stadt lebt ein Mann namens Kurt. Auf ihn ist immer Verlass. Er wird bestimmt etwas unternehmen. Ja, meinst du echt? Hey, selbst die Arena ist von so einem Typ verdeckt. Was soll das? Alter, hast du schon mal einen Fleckmann-Cock gesehen, ne? Oh, ich kann welche verkaufen. Nein. Brauche ich nicht. Holzkohleofen. Die Rohstoffe für die Kohleherstellung werden von Porenta beschafft. Ja, in dieses Haus werden wir später mal reingehen. Übrigens finde ich es sehr, sehr geil, wie die Macher dieses Dorf hier überarbeitet haben. Also die Holzkohle prägt eigentlich dieses Dorf. Und dann jeder Ecke sieht man auch so ein paar Stapel. Oder dieses schöne Strohdach. Kamin läuft. Finde ich echt gut gemacht. Und hier bei Kurt natürlich auch. Kurt ist der Typ, der aus Aprikokos Pokebälle macht. Hat er schon in Gold und Silber gemacht. Und natürlich auch hier. Und so kamen diese Bälle endlich zurück und man konnte sie in die anderen Editionen tauschen. Gucken wir mal rein. Hm, wer bist du denn? Oh, Domina heißt du also. Bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Tut mir leid, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser, wenn nicht. Ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst, aber nun... Naja, genau. Diese Bande schneidet jetzt Cox von Flagmons ab. Das kann ich nicht zulassen. Aber ich muss etwas unternehmen. Ich werde jetzt zu ihnen gehen und ihnen eine Lektion erteilen. Haltet durch, Flagmon. Eure Cox werden gerettet. Was zum Teufel? Wo steckt bloß mein Großvater? Ich fühle mich so allein. ETF, der ist doch gerade erst hier gewesen. Egal. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass so ein alter Mann gegen Team Rocket etwas machen kann, oder? Oh, offensichtlich doch. Der schmierige Typ von vorhin ist weg. Hm. Trotzdem sollten wir ihn aber mal helfen. Ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir mal hier in den Brunnen rein. Da soll es ja ziemlich abgehen da unten. Also, bis dann, Guys.